Das große Erfolgsgeheimnis wohlhabender Handwerker. Darum wird es in diesem Video gehen. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen erstmal zu dem Video. Und heute sprechen wir darüber, was sind die Erfolgsgeheimnisse wohlhabender Handwerker. Wie gesagt, wir betreuen sehr viele Leute. Wir kriegen mit, wer von denen wohlhabend ist, wer nicht so wohlhabend ist. Allein über die Art, wie Leute halt reden. Man kriegt natürlich bei jedem, das ist klar. Aber vielen kann man das schon abschätzen dahinter. Und auch wer welche Probleme wie hat. Und es gibt so ein paar Themen, die Wohlhabenden eigentlich immer verbinden. Und die nicht so Wohlhabenden auch irgendwie immer verbinden. Und über die Themen wollen wir jetzt mal reden. Der erste Punkt, der mir immer sofort auffällt: Wohlhabende Handwerker sind die Verantwortung 100% bei sich. Also wenn ich dem sage, die Kampagne läuft gerade nicht, dann sagt der nicht, ja, das ist ja blöd, ne? Ist ja, mach die mal, krieg die mal zum Laufen. Und der sagt mir, okay, was braucht ihr denn von mir, was können wir machen, dass ich noch besser laufen kann? Ja. Was können wir machen? Genau. Ja, es ist einfach so eine gewisse Geisteshaltung, dass du halt weggehst von so einer Opfermentalität, ja, hin zu einfach einer verantwortungsbewussten Mentalität, dass du halt derjenige bist, der alles steuern kann. So. Und das ist, würde ich auch total unterschreiben. Ja. Ja. Das zweite Thema ist, wohlhabende Leute sind immer gut im Vertrieb. Also ja, ich kenne keinen, der wohlhabend ist, der schlechter Vertriebler ist, weil die erkennen A, was ihre Zeit wert ist und B, was auch möglich ist, am Markt durchzusetzen. Und ist klar, wenn du in jeden Auftrag, selbst als schlechterer Handwerker, in jeden Auftrag mit 20% mehr Preis reingehst und wirklich auch den durchsetzen kannst, dann hast du hinten raus einfach viel mehr, so, egal wie der Auftrag zwischendurch läuft. Also das ist halt, ist auch so ein Thema, dass wohlhabende Handwerker, zumindest die wir kennengelernt haben, immer gute Vertriebler auch sind. Ja, ja, ob das jetzt Einkauf ist oder Verkauf, ne, also du kannst einfach auch gut, also verhandeln, ne, also ja, im Sinne von, du kannst auch deinen Willen durchsetzen. Es ist aber auch Leben und Leben lassen, also das sind, ja, das ist tatsächlich auch so, ja, die verhandeln, aber die wissen auch, wann es gut ist. Wir haben ja auch genug Leute, mit denen verhandelst du, dann sagst du, okay, wir einigen uns jetzt darauf, dann kommen die einen Tag später, ja, ich würde gerne das und das noch raus. Und das würde ein Wohlhabender niemals machen. Mhm. Weil der weiß ganz genau, was abgeht, der weiß ganz genau, dass er auch nicht will, dass seine Kunden das bei ihm machen und der weiß, wo gut ist. Ja, genau. Also wohlhabende Handwerker haben auch wirklich eine sehr vernünftige Selbstwahrnehmung dann. Die werden auch bei einem, wenn ich denen jetzt ein Angebot vorlege, wenn die sagen, okay, ja, wenn die es fair finden, machen die das auch. Wenn die sagen, nee, das und das würde ich gerne noch drauf bekommen, sagen die es auch und danach ist auch gut. Mhm. Das ist halt, übrigens, kannst du vielleicht mit deinen Kunden vergleichen. Die werden ähnlich sein. Also Kunden, die Spaß machen, sind wahrscheinlich ähnlich aufgestellt. Ja. Was noch so ein Punkt ist, der mir aufgefallen ist, die denken sehr langfristig. Also du wirst den wohlhabenden Handwerker niemals in einer Branche anfinden, die jetzt gestern losgegangen ist. Sondern das sind alles Branchen, die schon länger dabei sind. Also das heißt nicht, dass die Leute zwangsläufig seit 20 Jahren schon im Geschäft sind. Darum geht es gar nicht. Aber deren Ausrichtung ist immer auf langfristig. Sie sind nicht auf, wir machen jetzt 2 Jahre das fette Geld und dann verpissen wir uns wieder so. Sondern es ist wirklich, die schauen langfristig, die schauen, dass sie eine gute Qualität liefern, die schauen, dass sie fachlich einen guten Job machen, die schauen, dass die Kunden zufrieden sind. Das sind nicht handwerklich die Besten. Das ist meistens nicht der Fall, dass handwerklich die besten Leute sind. Ne? Mhm. Aber die haben trotzdem eine sehr gewissenhafte Herangehensweise an, ja, an auch die Nachhaltigkeit einfach der Betriebe. Ja, und auch einfach so eine gewisse Strukturiertheit, dass einem Plan ja, gefolgt wird. Ne? Dass die haben einen Plan für ihre Marke, für ihr Unternehmen, wo sie langfristig damit hinwollen und die sind jetzt nicht so wie so ein aufgescheuchtes Huhn, ja, und rennen jetzt irgendwie dem nächsten Trend hinterher. Ne? Und die sind halt auch, was ich gerade schon gesagt habe, die sind sehr zuverlässig. Also ein wohlhabender Handwerker wird terminlich niemals den Termin verpeilen, weil das ist immer das Ding, wie sie sagen, ja, war jetzt nicht so wichtig für mich, Schwachsinn. Egal, ob der Termin wichtig ist oder nicht, du nimmst ihn wahr, das ist ein Mindset. Wenn der Termin unnötig ist, vereinbarst du ihn gar nicht erst. Dann sagst du ihn ab oder machst ihn gar nicht erst. Absage, ja, ist auch wieder so ein Ding, du machst ihn gar nicht erst. Also jeder, der erfolgreich ist, der wohlhabend ist von den Leuten, mit denen wir arbeiten, nimmt seine Termine pünktlich wahr. Das ist wirklich die absolute Ausnahme, dass mein Termin ausfällt. Das war so die Top-Eigenschaften, die uns jetzt so aufgefallen sind. Ja. Du kannst dich immer fragen, welche Eigenschaften davon treffen auf dich zu, welche nicht. Hinterfrag dich gerne mal ehrlich. Und ja, für alles, was du noch nicht mitbringst, haben wir Videos auf dem Kanal, also gerne ein Abo dalassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.